Moin Moin Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Video. Da ich ja im Haul-Video am Montag gesagt habe, dass wir zu den Overwatch-Sets auch ein Speedbuild machen wollen, habe ich da mal eins rausgesucht. Ich werde das gleich als Speedbuild aufbauen, euch danach auch ein Review dazu geben, wie ich das so finde. Es gibt noch das andere Set, was ich eigentlich erst vorhatte aufzubauen im Speedbuild. Das ganz kleine hier, Tracer vs. Widowmaker. Aber da habe ich was gesehen. Das mache ich dann mit dem anderen Set zusammen, weil das Feature finde ich ganz cool. Naja, fangen wir aber damit hier einmal an. Das ist die 75971 Hanzo vs. Genji. Das ist die Vorderseite, da haben wir Hanzo, Genji, irgendwie so ein Handlanger, keine Ahnung, schön von Blizzard, Nioh mit Tracer. Hier ist die Rückseite, eine kleine Szene, aber auch nichts Wildes, Gravierendes. Das sind die anderen Seiten. Dann würde ich mal sagen, fangen wir doch gleich mal an.
Set gefallen. Und kommen wir jetzt zum kleinen Review zu dem Set. Also hier haben wir erstmal Hanzo mit einem blauen Bogen, Köch auf dem Rücken, Vorderseite bedruckt, Beine bedruckt. Eine ganz coole Figur. Gibt es auch nur in dem Set. Wie eigentlich alle Overwatch-Figuren exklusiv in den Sets nur drin sind. Dann haben wir hier diesen Handlanger mit dem Handy, was er gerade falsch rumhält. Aber egal, der hat Angst, der weiß nicht, wie das funktioniert. Warum auch immer der Angst hat. Und kommen wir dann erstmal zur letzten Minifigur aus dem Set. Da haben wir Genji mit seinem Zopf, seinem Katana auf dem Rücken, zwei Wurfsterne und ach so. Er hat einen silbernen Kopf einfach nur drunter. Unbedruckt. Körper ist soweit bedruckt. Beine. Und ja, auch eine ganz nette Figur. So, dann kommen wir mal zum Set. Wir haben hier eine asiatisch angehauchte, asiatisch, ja. Angehauchtes Setting. Hier vorne beim Katana schön im Halter. Warum die schwarze Stange da ist, weiß ich nicht. Dann haben wir hinten so ein Medipack, was einen im Spiel wieder heilen soll. Dann haben wir wieder so ein Teil, was bei Reinhardt auch schon in der Hand war. Keine Ahnung, was das ist, wenn einer von euch das weiß. Könnt ihr es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Also ein ganz schönes kleines Set eigentlich. Kann man bestimmt auch irgendwie noch verarbeiten. In der Stadt oder so. Und ja, mal gucken, vielleicht werde ich das komplett einbauen. Oder nur zum Teil. Dann hatten wir noch dabei die beiden zwei blauen Scheiben. Und zwei grüne Scheiben. Die kann man hier unten halt reinstecken und rausschießen. Aber ja. Bisschen Spielspaß. Da kommen jetzt raus hier. Aber muss nicht unbedingt sein. Also für dich. Nicht zwingend notwendig für das kleine Set. Ich wüsste auch nicht, wie ich da mit der spielen sollte. Vielleicht die Figuren umschießen oder was auch immer. Auf jeden Fall ein schönes kleines Set. Vielleicht baue ich ein kleines asiatisches Gebäude da mal hin. So eine kleine Tempelanlage. Kann man die Sachen bestimmt gut verwenden. Also so einen kleinen Tempel halt. Und ja, mal schauen, was ich daraus machen werde. Auf jeden Fall soll es das für. Ach so. Haha. Sticker waren ja. Das kamen wir gar nicht zu den Stickern. Da hatten wir nur zwei, das war einmal das und einmal das. Warum das bedruckt ist, beklebt ist und das die bedruckt, hätte man den auch mitbedrucken können. Aber naja, ich weiß nicht. Haben die mal wieder einen Cent gespart oder so? Naja. Soweit aber soll es denn das auch gewesen sein. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.